Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die zwölf häufigsten Fehler bei Fördermitteln und Finanzierungsanträgen. Heute geht es um das Thema der Zuschüsse, die nicht geprüft worden sind. Was bedeutet das? Du kannst eine ganze Reihe von Investitionen, wenn sie tatsächlich entsprechend dem politischen Programm förderfähig sind, auch bezuschussen lassen. Also Fördermittel beantragen, die du entweder nicht zurückbezahlen musst oder wo die Finanzierungsbedingungen, Finanzierungskosten subventioniert werden. Das KfW-Startgeld zum Beispiel wirst du trotzdem vollständig zurückbezahlen, obwohl es ein Förderprogramm ist. Aber die Zinsen werden subventioniert. Und wenn du nur 5% beispielsweise weniger Zinsen bezahlen musst am Markt bei 100.000 Euro Fremdkapital, nun, dann sind das 5.000 Euro pro Jahr mal 8 Jahre Laufzeit. Da kommen gut und gerne irgendwas zwischen 30.000 bis 40.000 Euro raus, die du als Zuschuss bekommst, und zwar indirekt gefördert. Aber sicherlich gibt es auch die anderen Zuschüsse, die auch die Mittel rückzahlungsfrei, also als verlorenes Darlehen zur Verfügung stellen. Und das können Ausgaben sein für Digitalisierung, Ausgaben sein für Patentanmeldung, Ausgaben sein für Messekosten oder auch für Beratungskosten. Viele Unternehmer beispielsweise verpassen es vollständig, eine Beratungsförderung zu beantragen. Und das kann aus der Existenzgründung mit ALG 1 oder 2 Bescheid auch eine 100%ige Förderung bis ca. 5.000 Euro genauso abbilden wie die Beratungsförderung über die BAFA. Dort gibt es nämlich das Programm Förderung unternehmerischen Know-hows, wo 3.000 oder 4.000 Euro zwischen 50% bis 90% gefördert werden. Wie du also siehst, macht es Sinn, bei der Finanzierungsmittelplanung auch die kleinen einzelnen Investitionen und Ausgaben zu überprüfen auf Fördermittelfähigkeit und diese Anträge auch zu stellen. Wenn du das noch nicht gemacht hast oder noch abrunden und sichern willst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Entweder zu dem letzten Punkt von heute oder auch zu den anderen Punkten, die du vielleicht noch nicht gesehen hast und nachschauen solltest. Und unter dem Video findest du einen Link zu einem kostenfreien Erstgespräch. Wir prüfen hier kurz und schnell plausibel ab, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können und ob unsere Hilfe auch förderfähig ist. Also, buche jetzt den Kanal. Betätige auch die Glocke für weitere Filme oder Serien wie diese. Empfehle uns gerne weiter, denn wir leben von guter Arbeit und unserem guten Ruf. Dein Daniel Schäfer.